Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich werde gleich dieses Chaos meinem geliebten Ehemann einfach hinterlassen. Wir waren schon so lange nicht mehr getrennt und jetzt sind wir es einfach gleich schon direkt über ein ganzes Wochenende. Ich werde nämlich mit meinen zwei großen Kindern, Johann und Clara, nach Berlin fahren. Wir fahren nach Berlin, ich nehme dich dazu mit. Lass dich überraschen, was wir da richtig Tolles vorhaben. Ich zeige dir das mal hier kurz. Gepackt haben wir schon, also das ist mein Koffer. Wir brauchen nicht viel, wir sind ja nur übers Wochenende. Dann die Riesentasche nehme ich mit. Wo ist denn jetzt euer Koffer? In unserem Zimmer. Chaos, mein Gott. Ja, aber ihr solltet ihn noch in den Flur stellen. Müsst ihr ja gleich los. Ja, die spielen gerade noch schon. Ja, also es ist so chaotisch heute Morgen, ne? Ach, guck mal, da kommt er. Oh, das ist das, ja, das ist das. Oh, das wird für mich, ne? Ich mein Baby verlasse. Zum ersten Mal, dass ich sie über Nacht allein, über zwei Nächte jetzt sogar. Mami, nee, die Kekse musst du wieder zurücktun, Anastasia. Die nimmt Mami ja mit. Oh, Anastasia lasse ich zum ersten Mal alleine. Zum ersten Mal? Ja, zum ersten Mal über Nacht, über zwei Nächte. Anastasia, sie soll hier nicht meinen ganzen Koffer auspacken. Was macht sie denn da? Anastasia, tu mal zurück. Jetzt deine Kette, ne? Ich habe mir so eine Handykette mitgenommen. Der normale Alltag läuft ja natürlich trotzdem immer weiter, egal was los ist. Also habe ich heute Morgen erstmal wie eine Wilde einen Vlog für dich fertiggestellt, damit er auch online geht, wenn wir jetzt unterwegs sind. Ich war mit Anastasia bei der Spielgruppe gewesen, weil, ja, ist nicht mehr so oft, ne? Sie ist ja bald in der Kita und deswegen lasse ich mir das natürlich nehmen, dass ich die letzten Termine, die wir einfach noch zusammen in der Spielgruppe haben, natürlich auch noch zusammen genießen. Es kam nicht in Frage, dass wir das heute ausfallen lassen. Und dann kam ich nach Hause und wie du mich kennst, ich habe natürlich nicht gestern schon gepackt. Warum auch? Man kann es ja auch 10 Minuten vorher machen. Also habe ich 10 Minuten vorher jetzt gepackt. Und guck dir das Chaos im Hintergrund an. Oh mein Gott, man kann das gar nicht zeigen. Aber das werde ich leider Gottes meinem Mann hier übrig lassen, denn er bleibt hier mit den zwei kleinen Kindern, mit Elisa und mit Anastasia. Für ihn wird das auch eine Herausforderung. Für ihn ist es auch das erste Mal. Alleine mit Anastasia auch über Nacht. Aber über Nacht braucht sie mich eigentlich auch nicht mehr, sondern sie schläft ja schon komplett durch in ihrem wunderschönen Kinderzimmer. Das macht sie wirklich richtig toll da. Oh, guck mal, Cookie Maus will mir auch vermissen, ne? Willst du mich vermissen, mein Schatz? Wir hatten erst überlegt, alle zusammenzufahren nach Berlin, dann ein schönes Wochenende auch irgendwie zu verbringen. Aber wir haben uns doch umentschieden, also nur ich mit den beiden Großen, denn wir haben da ja auch noch was ganz Besonderes vor. Und da ist es besser, wenn wir nur zu dritt fahren. Und ich freue mich so riesig drauf, weil ich war schon lange nicht mehr nur mit zwei großen Kindern unterwegs. Und das ist einfach nochmal was völlig anderes, als wenn man so ganz kleine Kinder dabei hat. Die großen Kinder, Johann und Clara, die sind so unkompliziert. Da freue ich mich schon richtig drauf, dass ich da nicht mehr so viel gucken muss, weißt du, sondern sie sind einfach schon groß, eigenständig. Deswegen wird die Reise auch chillig. Wir werden also nicht mit dem Auto fahren, sondern ich habe Zugtickets gebucht. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, bin schon lange nicht mehr so gereist. Schönes Hotel, hoffe ich, ist es. Nehme ich dich ja natürlich auch dabei mit. Also ich hoffe, du freust dich auf diese kleine Reise. Los geht's! Verlasse mich nicht! Denk doch an die Kinder! Ich liebe dich doch! Aha! Du nimmst also die Kinder mit, ja? Am liebsten schon. Okay. Am liebsten also schon. Wollt ihr nicht doch mitkommen? Nein, vor allem das hier. Ist. Das wird ein bisschen Mami-Entzug jetzt mal machen. Immer. Ja! Ach, lieber Mami, Mami! Hier kommt der Papa! Ja. Habt ganz viel Spaß mit Papi? Seid lieb zu Papi? Ja? Ja. Bist du lieb? Bist du lieb zu Papi? Gut. Wir telefonieren heute Abend. Was? Papi ist böse? Nein, Papi ist nicht böse. Ja, so. So, wir müssen los. Mama. Mama? Ruf uns immer an, Mama. Geht's halt, Papi, böse. Erste Abteilung. Zeitschriften. Wir müssen ein bisschen wir müssen ein bisschen Zeit totschlagen. Deswegen sucht euch was aus. Ja. Clara auch, ne? Bei den Zeitschriften. Jetzt sind wir bei den Comics. Ist sowas für mich. Nee? Das ist du magst auch sowas.
Mal weiter gucken. Wir haben noch 15 Minuten. Zu trinken haben wir uns gerade noch geholt. Oh, das ist Mangas. Johann, guck doch dahin. Mangas. Eine ganze Manga-Abteilung. Okay. Aber komm, wir gehen zu den Zeitschriften da hinten. Zeitschriften sind toller. Ist das noch was? Irgendwas dabei? Oh, das würde ich für mich nehmen. Ah, das habe ich früher immer gesammelt. Ja. Ich hatte die ganze Box voll. Ich habe immer mit meinen Freunden getauscht. Ach, guck mal, Mia und Mi. Oh, süß. Das ist das Beste, aber das sieht nach einem Tag kaputt. Oh, jetzt gehe ich mal gucken, ob ich auch eine Frauenzeitschrift finde, ja? So. Was ist das? So? Komm hier lang. Wo lang? Da lang. Da lang. Soll ich alleine sitzen? Okay. Ja. Dann setzt ihr beiden hier. Komm. Ich sitze hier. Nein, ist schon gut. Ihr könnt hier sitzen. Nein, alles gut. Ich setze mich einfach hier. Ich halte mich aus. Ja. Kannst du mal einen Aufruf machen, Johann? Ist es schwer? Nein, das ist nicht schwer. Das ist euer Koffer. Weißt doch, wie schwer der ist. Gar nicht. Und der wiegt hier gar nicht. Machen wir mit Jacke? Jacke kannst du ausziehen. Relax! Ich bin angekommen. Ich glaube, es wird hier noch ein bisschen voller. Aber. Darf man hier auch schon Snacks essen? Ja, du darfst hier deine Snacks essen. Zeig mal, was du ausgesucht hast, Clara. Süße Tierbabys. Oh, Tierbabys. Ich habe mir nichts ausgesucht. Vielleicht ist da was drin. Ich glaube, da ist nichts drin. Kann ich diese Knappis haben? Brauchst du jetzt schon? Nein, einfach jetzt so später. Okay, also Johann und ich haben uns keine Zeitschriften ausgesucht, aber dafür was zu futtern. Das ist für Johann. Und ich habe mir den Big Corn geholt. Genau. Den hat sich Clara ausgesucht. Jeder hat noch was zu trinken bekommen. Ich muss meine Schokolade nehmen. Achso. Oh. Ganz wichtig. Das. Dann Schokolade. Ich brauche immer Schokolade. Und. Wo ist dein Löwe? Und mein Löwe. Kann ich mich hier hat sich denn da jemand reserviert? Nee, da steht aber auch gar nichts, ja? Normalerweise musst du ja das da dran stehen. Gut, dann hast du das nur für dich. Ich war ja fast so spät gewesen, Clara. Warum sagst du denn nichts? Die ganze Zeit nur am Zeitschriften ausruhen, dann wären wir fast. Hätten wir fast nicht verpasst, sag mal. Ich bin einfach allein. Wie kann man das ja auch runter machen? Muss das runter machen? Mach mal runter. Oder mach mal noch mal ein Stück hoch. Und dann mach so, ja. Wir können unsere Jacken da aufhängen, dann ist das einfacher. Warum ist das hier so wackelig? Wo aufhängen? Da oben. Wir fahren wirklich zur selben Zug. Kannst du meinen auch aufhängen? Ja. Danke, mein Schatz. Geht's dir gut, Johann? Ja. Ich sehe dich gar nicht. Wollen wir doch lieber tauschen, Plätze? Ja. Okay. Ja, freut sich das ja. Wir hätten aber fast den Zug verpasst, da wollte ich nur noch mal sagen, Johann. Ja, wirklich. Also. Jetzt sehe ich schon gar nichts, das ist das Fenster. So, ihr habt eure Kopfhörer dabei, ihr habt eure. Wir sehen, wie er seinen Kopf fotografiert hat. Ja? So ja. Wie Mami so. Vor einem Feld. So. Fotografiert das. So. Oh Gott. Selfie. Ja, wenn du schlafen willst. Oh mein Gott. So gut bin ich noch nie gefahren. So gut? Ja. Doch, in China waren die Züge richtig gemütlich. Doch, in China sind wir auch einmal zugefahren. Das war die erste Aufregung des Zugfahrens. Gemütlich klar. Ja. So, jetzt noch 2 Stunden. Ihr könnt machen, was ihr wollt. 2 Stunden. Die Kopfhörer habt ihr auch dabei. Hier. Johann holt schon seine raus. Ja, ne? So gut aufgeladen, hoffe ich. Ja, irgendwie gehen die nicht. Gehen die gar nicht aus. Also doch. Achso, es werden die alle, ja. Hält hat. So, Clara erforscht hier ihre Zeitschrift. Ja. Und wir gucken uns einfach die Stadt an.
Ah, cool, wie geht das? Businessman. Wichtiges Gespräch gerade. Oh, guck mal, wie die kuscheln. Oh, das ist echt nett. Einmal zum Taxistand und fahren dann zum Hotel. Ich bin ganz gespannt, wie das aussieht. Es gibt gar keinen Taxistand. Doch, irgendwo gibt es hier bestimmt. So ist es also. Komm, wir gehen erstmal da lang. Ich hab Hunger, ne? Abendessenszeit. Ja. Aber wir gehen noch asiatisch essen, haben wir gesagt. Genau. Ja. Die Kantstraße wurde uns empfohlen. Was essen die denn da? Da gibt es ganz viele verschiedene Asiaten. Da müsst ihr einfach entlang laufen und dann gehen wir gucken, was da gibt. Gibt es auch einen Ramen-Asiaten? Ja. Bestimmt. Aber es ist ein bisschen kalt, ne, Heldburgin? Sehr kalt. Ist das ein Einkaufsladen? Nein, das ist der Bahnhof. Ja, also der ist so groß. Johann, kannst du mal hier... Ich stolper hier die ganze Zeit. Ja, lecker. Oh, das ist aber eine Werbung für Papis Lieblingsschokolade. Suche Papis Lieblingsschokolade ist raus. Ausgang müssen wir noch mal nach oben. Ja. Okay, gehen wir jetzt einmal nach oben. Ein riesiger Bahnhof. Du wirst sogar kleiner verkaufen. Du hast? Oh, das kriegst du ja aber ganz schön, ne? Ei. Fühlt sich nicht so gut an, das Beach. Wir sitzen jetzt im Taxi auf dem Weg zum Hotel. Ich glaube, heute haben wir noch Hunger, aber ansonsten nicht sehr groß geplant. Morgen geht es dann richtig los, aber ich nehme dich auf jeden Fall noch mit bei der Roomtour. Ich bin sehr gespannt, wie es da aussieht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!